rein ins Flugzeug, ab über die französischen Alpen bis nach Soto Grande. So lautete der Reiseplan für unsere Jungs gestern. Nach der Ankunft im Hotel SO Soto Grande ging es für unsere Mannschaft in der untergehenden Abendsonne Andalusiens erstmals auf den Trainingsplatz. Ja, also sehr, sehr gute Bedingungen, glaube ich. Jetzt heute auch mal gutes Wetter. Gestern waren wir ja schon relativ spät auf dem Trainingsplatz, deswegen dann nicht mehr so warm. Aber ich glaube, heute Nachmittag sehr, sehr schönes Wetter. Macht uns allen extrem Spaß, hier sein zu können. Und ja, die Bedingungen sind natürlich top und alle geben Gas und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Trainiert wird auf den Plätzen des Santa Maria Polo Club Soto Grande. Auf diese Felder bat unser Cheftrainer Tim Walter seine Mannschaft heute zu zwei intensiven Einheiten. Also ich kann jetzt von heute erzählen, heute war sehr, sehr intensiv. Ich glaube, heute Morgen sehr, sehr lange trainiert, sehr, sehr viele Spielformen. Heute Nachmittag auch noch mal ein bisschen kürzer vielleicht, aber ich glaube auch sehr intensiv. Ich glaube, dass es so weitergehen wird, da wir auch eine sehr, sehr kurze Vorbereitung haben. Wird es schon sehr, sehr anstrengend, aber ich glaube, da müssen wir einfach auf die Zähne beißen. Und ja, am Ende wird sich das dann lohnen, denke ich. Bis Sonnabend bleiben die Rothosen in Spanien. Mit einer täglichen Laufeinheit, noch sechs weiteren Trainingseinheiten sowie einem Testspiel steht für unsere Jungs in den nächsten Tagen einiges auf dem Programm. Gerade auf dem Offensivspiel unseres Teams liegt dabei der Fokus. Ja, ich glaube, größtenteils sind einfach Spielformen, sind jetzt nicht irgendwelche Läufe, sondern einfach Spielformen, Ballbesitzformen. Dann natürlich auf Tore und da wollen wir uns weiter verbessern in unserem Ballbesitz und natürlich noch mehr Tore schießen. Doch auch abseits des Balles wird unsere Mannschaft viel Zeit gemeinsam verbringen. Ja, ich glaube, so 24 Stunden aufeinander zu hocken, das ist, glaube ich, manchmal ganz gut, gerade für den Teamzusammenhalt, der bei uns, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Und das bringt uns alle extrem weiter. Ich glaube, wir rücken noch mal enger zusammen und dafür ist ein Trainingslager auf jeden Fall hilfreich. Sowohl auf als auch neben dem Platz kann jetzt nachjustiert werden, um dann mit vollem Schwung in die zweite Saisonhälfte zu starten.